Och, haben wir deine Leute kaputt gemacht. Es tut mir aber leid. Die wollen sich alle nicht plündern lassen. Was ist denn das? Schiff plündern. Unterwegs. So, wie viele Leute haben wir überhaupt noch an Bord? 36, alles gut. Das Schiff ist noch einigermaßen fit. Wir plündern weiter. Sehr gut. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Komm, das hier plündern wir auch noch. Oh, wir werden völlig unter Beschuss genommen. Ich glaube nicht, dass wir das so gut überleben. Nee, angreifen nicht. Ach, hier wird auch noch gekämpft, ja? Na, kommt schon. So, wir haben unseren Dienst verrichtet. Wir gehen weg. Oh Gott, das war mir jetzt echt zu viel. Das waren wirklich zu viele Schiffe. Und wir müssen unser Schiff wieder reparieren. Es kostet Geld ohne Ende. Wohin auch immer es gehen soll. Am besten hierhin. 1400. So, wie viel kostet die nächste Gebäudestufe? 4500 nur. Das können wir uns leisten. Du musst nur mehr trainieren. Für Ruhm und Ehre. Charakter. Was können wir denn noch steigern? Wir haben jetzt 410 EP. Wir nehmen Kampfkunst. Wir brauchen noch so circa 600. Also 525, aber... Holla die Waldfee, dann haben wir es soweit. Angreifen, Piratenschiff tarnen, Schiff plündern, Gebäude überfallen, nein, Schiff erweitern. Wir brauchen wieder Leute, neue Leute. So, 120 Leute, das müsste doch zu schaffen sein. Schiff ist wieder flott, wir haben die neuesten Kanonen dran, das kann gar nicht schief gehen. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Ja, ja. Schiff auch plündern. Soll. Och, da hat er verloren. Das tut mir aber leid. Bin schon unterwegs. Dann plünderst du das dieses. Das dauert nicht lange. Sehr gut. Ich eile. Wohin auch immer es gehen soll. Wo wollen wir nun hin? Wir fahren weiter runter. Guck mal. Oh, da war gerade ein Schiff. Wohin auch immer es gehen soll. Die Nachfrage von einem Kontor ist erloschen. Kein Weg ist mir zu weit. Das holen wir auch. Ah, guckt mal, wie viel Geld das gibt. Ich glaube, ich fange nur noch als Seeräuber an. Das ist ja schneller als alles andere. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Du wirst schon nicht überfallen, keine Sorge. Halt, da kommt auch noch ein Schiff. Oh, das will kämpfen. Was wolltest du kämpfen? Die Rechtsprechung wurde geändert. Ich eile. Wir plündern sie alle aus. Die Rechtsprechung wurde geändert. Wenn sie uns schon beschießen müssen, wo ist der rum? Dann müssen sie auch bluten dafür. Bin schon unterwegs. So, ich würde sagen, letztes Schiff. Nee, können wir nicht. Wurde schon geplündert. Ach komm, fahr nach Hause. Wir haben genug Geld. 11.500. Das dauert nicht lange. Denke ich auch. Und wir haben noch 95 Leute übrig, die bezahlt werden wollen. Wir tun einfach mal so, als hätten wir sie nie gehabt. Ein Kontor kauft Kriegsmaterial an. So. 53. Du wirst repariert. Bin schon unterwegs. Und tarnst dich nebenbei. Ist mir zu weit. Ach so. Ja, das war dumm. Das dauert nicht lange. Bist du noch repariert? Mensch, ich breche immer das Reparieren ab. Es kostet immer wieder Geld. Ein guter Plan.
Ja, nee, das Abbrechen nicht. Empathie. Okay, noch 10.000. Jetzt nur noch 6.700, denn viele Leute sind teuer. Du trainierst immer noch fleißig weiter. Theoretisch brauchen wir bloß einen Mann. Wenn wir einen Mann haben, dann geht das. Auch relativ schnell. So, Produktion und Lager brauchen wir nicht. Gebäude erweitern. Machen wir die Lagerplätze mal voll, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wofür. Und gleich können wir mit unserer Piratenfestung sogar gewagt geschnittene Kleider machen, die unser Charisma noch einmal erhöhen. Erhöht die Dauer, in der Stadtwache abgelenkt sind. Ach so, oder so, ne? Ja. Und das? Talent Charisma. Erhöht sich um 2 Punkte. Sehr gut. Gibt mir Geld. Gut, wir müssten soweit durch sein, auch mit der Reparatur. Das heißt, wir lagern wieder mehr Leute auf unser Schiff. Machen wir 90, genau. Ah, das reicht auch, Mensch. Brauchen keine 120 Leute. Und dann geht die Plünderei hier weiter vor sich hin. Na, wo seid ihr? Da kommt eins. Schiff plündern. Getan sind wir rangefahren. Auch wenn ich das gar nicht vorhatte. Schiff plündern. Ach, das will sich wieder nicht plündern lassen. Ja, nee. Ist klar. Mist! Verdammter. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Jetzt ist er uns entkommen. Wir konnten ihn gar nicht plündern. Schiff plündern. Das auch noch, bitte. Okay, wir sind also sehr berüchtigt im Moment hier unterwegs. Piratenschiff tarnen. Muss ja nicht jeder wissen, dass wir hier rumstehen. Schiff plündern. Oh, das gab Kohle. Und das wird noch mehr Kohle geben. Na also. Ja, kommt noch jemand? Wir sind auch nicht da. Ah. Ach, das tut mir aber leid, dass wir euch alle plündern. Komm, dann fahren wir nach Hause jetzt. Nun Schluss, das reicht wieder. Das dauert nicht lange. Für die Familie. Genau, musst du weiter trainieren. Sieg ist unser. Wie sieht's eigentlich aus? Kannst du wieder was steigern? 180? Nein. Und dir fehlt auch noch ein bisschen was bis zu 2700. Du kleine Kamasutra-Meisterin. Du, Schiff erweitern. Wieder auf 90 Leute. Außerdem Gebäude erweitern, können wir nichts mehr machen, Gebäudestufen. Ach Mensch, wir haben es gleich geschafft. Wir sind gleich soweit. Du wirst repariert. Jemand hat euch ein Gedicht gewidmet. Es ist aber nett. Die Nachfrage von einem Kontor. So, komm rüber. Kein Weg ist mir zu weit. Weiter geht die nächste Plünderungstour. Das dauert nicht lange. In einem Kontor werden Lebensmittel günstig feilgeboten. Na komm, hol's dir. So ist das fein. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Was war das denn jetzt? Das dauert nicht lange. Plünder mal das Große hier. Das hat bestimmt ordentlich was dabei. Na, meine ich doch. Du auch. Dankeschön.
Vielen Dank für die ganz vielen kleinen Spenden, das ist so nett von euch. Eine Ortschaft hat sich fortentwickelt und neue Stadtrechte hinzugewonnen. Bergen ist also größer geworden, na, das freut mich doch. Der Ehre wegen. Kannst du weiter trainieren, genau so ist es. Für Ruhm 240, Ehre. Wir machen bis zu 300 und dann machen wir Schattenkunst nochmal hoch. Oder Konstitution. Das ist natürlich auch eine Idee. Warte mal, du hast 350. Machen wir Konstitution. Noch 75 machen wir bis 100. Und wenn sie 100 hat... Oh, ist vorbei, okay. Komm, noch 10. So ist gut. Falschen machen wir einfach hoch. Und wir sind Gauner Stufe 5. Als Gauner Stufe 5 können wir nun endlich eine Piratenfestung haben. Das Schiff wird erweitert auf 5000 Goldstücke, also 100 Mann. Überfallen. Musst du repariert werden? Ach, geht noch. Da werden uns sich nicht so viele trauen, uns anzugreifen. So, das Gebäude geht so schnell hoch, wie es geht. Ihr habt eine Unteraufgabe erfüllt. Ihr habt euch nun einen gewissen Namen unter den Seeräubern geschaffen. Jetzt muss euch Harald Gudmundsson einfach ernst nehmen. Sprecht ihn also erneut an. Gut, er wird hier unten weiterhin stehen. Hier bin ich. Du gehst dahin. Komm her. Schluss mit trainieren. Wie viel hast du jetzt? Noch 25 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist nicht allzu viel. Wir gehen zurück zu unserem Schiff. Wir müssen weiter plündern. Ah, macht das Spaß? Das hätte ich nie gedacht. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Oh. Wo ist eigentlich mein Schiff? Da ist mein Schiff. Du fährst hier wieder schön an deine Ecke. Und von der Ecke aus kannst du wieder wunderbar attackieren. Tarn dich mal. So fallen wir nicht so auf. Der Kirchenzehnt wurde geändert. Ah ja. Der Tod eines Angestellten. Ist nahe. Das bedeutet, wir müssen schon mal wieder eine neue holen. Die hat sich wahrscheinlich mit Syphilis oder sowas angesteckt. Ist ja auch weit vertreten in der Szene. Ja, eine neue. Dann Gebäude erweitern um die Corsage. Wir brauchen noch einen Angestellten. Wir brauchen ganz viel Lagerplatz, wofür auch immer. Und alles ist wunderbar. Gut, das haben wir auch. Noch ein Arbeiter. Jo. Und du sprichst jetzt einfach mal mit ihm. Ein guter Plan. Ja, sehe ich genauso. Ach, sieh an. Da seid ihr ja wieder. Ich muss schon sagen, ihr habt euch gut gemacht in unserer Zunft. Hab Dank, Herr Gudmundsson. Kommen wir nun endlich zu meinem Begehren. Ich weiß, dass ihr unter dem Schiffshauptmann Jorgen Clement gefahren seid. Ihr habt im Auftrag eines Patriziers aus Hamburg ein Schiff mit Mann und Maus versenkt, die Wellenreiter. Wer gab euch den Auftrag dafür? Was denkt ihr euch? Da müssen schon ganz andere kommen als ihr, kleines Mädchen, bevor ich das verrate. Wenn das so ist, dann fordere ich euch zum ehrlichen Zweikampf heraus. Gewinne ich, sagt ihr mir alles, was ich wissen will. Und wenn ich gewinne, dann übernehme ich eure Piratenfestung. Einverstanden. Gut. Ich warte auf euch am Kreis der Gleichen außerhalb von Bergen. Ich rate euch allerdings, eure Kampfkunst zu verbessern. Sonst wird es ein kurzer Kampf für euch sein. Ihr habt eine Unteraufgabe erfüllt. Okay, also müssen wir jetzt gegen ihn kämpfen. Gut, geh nach Hause, trainier weiter. Oder such dir einen Mann, das gibt mehr Erfahrungspunkte. Wichtige Einheiten, Familie, die besten Kandidaten. Such dir eine Liebschaft. Mit
Unfreier, Unfreier, Unfreier. Naja, nimm irgendjemanden. Nimm am besten... Was? Frieden stiften. Schult euch im Kampfe. Ja, wie viel denn? Politik, Dynastie, wichtige Einheiten, Tagebuch. Steht da irgendwas, wie viel wir brauchen? Nein.